Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Letzte Folge haben wir diesen Schmied kennengelernt, der ein bisschen in Rätseln gesprochen hat. Wir sollen ihm irgendeinen Kristall geben, der sich an einem Ort der Macht befindet. Ich denke, das werden wir wohl hinkriegen. Dann sitzen nämlich die Roga-Herrscher wohl fest in dieser Welt. Das klingt ja schon mal positiv. Hier sind wieder so komische Zeichen. Das sieht aus wie eine Arena hier. Und du? Wir stehen in deiner Schuld. Hakin, das wirst du nicht glauben. Sieh mal, ich habe diese Steintafel gefunden. Sie ist unvollständig, aber in der Sprache meines Buchs der Ahnen geschrieben. Wo kommt es her? Ich brauche den Ursprung. Mal sehen, ob ich welche finde. Ja, es könnte nicht schaden, wenn du dich auch nützlich machst. Wenn ich wüsste, wo die herkommen, dann könnte ich die vielleicht übersetzen. Was ist denn los hier? Da kämpfen welche. Wie kämpfen die? Na gut. Soll mir egal sein. Jetzt wird erstmal gespeichert. Hier ist nichts mehr. Und hier unten ging noch ein Weg lang. Zwei sogar. Nehmen wir erstmal den hier. Oh, oh. Östlicher Vorraum. Oh, da unten ist so ein dicker. Ah, wie konnte ich nochmal springen? Warte mal, sprinten. Aha. Das probieren wir mal gleich. Ha! Nein! Aber ich habe es noch eingesammelt. Scheiße hier. So, das warst du. Erwischt! So, jetzt checken wir erstmal die Lage. Warte mal, ich brauche. Oder? Na, ich warte noch. Vollnes Schwert. Nö. Nicht für uns. Alles kaputt. Gut, hier unten ist irgendwie nichts Relevantes. Kam ich nicht noch irgendwo hoch hier? Hier. Wieder runter, ne? Ne, da hinten ist noch was. Komm ich denn da hin? Hier ist Sabbat. Ja. Kann ich nichts mitmachen, ne? Hier ist was. Energiesplitter. Ist das eine Tür da unten? Wie komme ich da hin?
Aha! Okay, Moment. Scheiße, darf nicht runterfallen. Kurz ein bisschen aufladen. Denn darüber. Tada! So! Och, du Depp. Na egal. Hier ist eine Truhe. Verlorene Pike. Nee, auch nicht in unser. Klasse, unsere Business-Klasse. Schwerter sind für Sterbliche. Doch dieses Schwert, es ist etwas anderes. Wenn ich es nur mit diesen Runen erfülle, dann ist es ein Schwert für Götter. Das war doch der Schmied, der gerade gesprochen hat, oder? Jetzt komme ich aber nicht weiter hier, oder? Dann gehe ich mal nach unten, guck mal, was das für eine Tür war. War das hier? Da ist keine Tür. Man kann irgendwie auch brüchige Wände eintreten oder einschlagen, aber wie? Keine Ahnung. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das ist die Frage. Hier nicht. Guck mal, das sieht auch so komisch aus. Aha. Guten Tag. Huch, was? Hey, stell dich jetzt mal am Mann. Wieso macht die Gleber denn keinen Beatdown? Ah, geht doch. Geht doch. So. Benutzen. Was hat sich geöffnet? Oh. Ein so ein Hebel muss ich wohl noch finden. Hier ging es wieder hoch. Gibt hier noch irgendwo einen Hebel? Nee, ne? Aus. Komm ich darüber? Nee. Da war ich schon, ne? Ja. Gut. Das war denn das. Gehen wir uns kurz heilen. Und dann geht's hier weiter. Gleich eine fette Truhe. Was? Was war denn das? Hunde. Also. Hundeähnliche Wesen.
Hä? Die Kämpfer. Warum machen die das? Tja, nur noch einer. Gut für mich. Mal, ob die gleich besser sind. Nee. Nö. Okay. Sieht ja alles so unwirklich aus. Hier ist doch schon wieder so eine Mauer, die so komisch aussieht. Wie kriege ich die denn kaputt? Wisst ihr das? Kann machen, was ich will. Geht nicht. So, ich werde wohl runter müssen. Dann werden wir mal ein bisschen Doggy spielen. Warte mal. Kann ich dich nicht hier oben schon anvisieren? Ne, aber den da hinten. Ne, ich will den hier anvisieren. Geht nicht. Oi, das ist ja jetzt natürlich blöd. Für den Hund. So, jetzt können wir uns auf den Dicken konzentrieren. Ei! Boah! Okay, ihr seid keine Hürde. Tür ist verschlossen. Machen wir erstmal den Dicken platt. Da ist noch eine Tür. Die kriegen wir auf. Noch so ein Dicker. Oder war das der? Nee. Das war mein Hammer. Jetzt wieder hoch. Da ist wieder eine Tür. Ah, hier gibt es bestimmt wieder diesen Hebel. Ja. Das dient bestimmt als Abkürzung oder so. Gehe ich mal von aus. Ich höre hier voll einen Herzschlag. Ist verschlossen. Oh oh. Immer noch verschlossen. Ja, das war der. Das dient als Abkürzung. Uralte Tafel, Questgegenstand. Ey, den wollte doch die Madame haben, oder? Dann gehen wir jedes Mal. Aber erst gehe ich nochmal hier hoch. Er muss mich natürlich noch erwischen. Kleine Drecksau.
von der anderen Seite. Giftwiderstand. Hier stapft noch irgendwas. Tür ist verschlossen. Was soll das? Da ist eine Truhe. Ich bin verwirrt. Ist mir doch egal. Ich gehe jetzt, stapft irgendwas. Ich gehe jetzt wieder zurück. Schade, dass ich die Truhe noch nie aufkriege. Schade. Ne, warte mal, wir müssen doch... Moment. Wir müssen nach oben, ne? Und oben gab es den Ausgang. Hier nicht. Oh, jetzt habe ich doch was. Bekommen. Also Sturzschaden. Warte mal, jetzt bin ich doch verkehrt. Ich möchte noch ganz woanders hin. Hier. Und da raus, genau. So. Da sind wir wieder. Oh. Scheiße, warum ist das auf? Ich will nicht, dass das auf ist. Gut. Wir haben wieder ein bisschen was angespart. Ich würde sagen, dann mache ich jetzt hier einen Break. Und in der nächsten Folge werden wir mal gucken, was uns hinter diesem Tor, was sich geöffnet hat, befindet oder was uns da erwartet. Also wie immer auf jeden Fall nichts Gutes. Das ist mir alles zu groß. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.